Guten Morgen, Yumi. Bist du wach? Ich danke dir, dass du die Insel wieder völlig belebt hast. Was bedeutet, dass deine Feldfrüchte nun viel größer und leckerer werden und dass du jetzt viel mehr Land beackern kannst? Mit anderen Worten, ja, wir werden jetzt viel mehr Crops anbauen können. Ah, und noch etwas. Du kannst dein Haus jetzt vergrößern. Wenn du dein Haus vergrößerst, wenn du dein Haus vergrößerst, kannst du vielleicht anfangen, mit jemandem zusammenzuleben, den du magst. Hier warten so viele aufregende Dinge auf dich, Yumi. Ja, ich hoffe, du tust in vollen Zügen dein Farmleben genießen. Das kannst du nicht. Das kann man mal machen. The bridge to farm. Eastern area can now be repaired. This will give access to more land. Okay, map shortcuts are now available. Select a place on the map to travel directly to that area. Aha. Wir können uns jetzt quasi vor Cross hin und her teleportieren. Und das ging vorher aus irgendwelchen Gründen nicht. Das muss mir das Spiel noch genauer erklären. So, ich vertraue euch erstmal. Ich hinterfrage nicht zu viel. So, was haben wir denn heute? Was? Elise denkt, dass ich schon ihre Rivalin bin. Ich fühle mich irgendwie schlecht. Aber Bestie meint, das ist eigentlich das Beste für sie. Tut mir leid, Yumi, aber kann ich etwas mehr erbitten? Tomato Juice. Wir brauchen dringend Tomaten, ne? Die Leute wollen Tomaten haben. Oh Mann, okay, dann werden wir wohl Tomaten anbauen müssen. Darauf wird das alles hinauslaufen. Und die erste Frage ist natürlich, wo ist der Sam? Ist Sam denn schon irgendwo anzutreffen? Ja, geht sogar. Oh, wir können direkt zu dieser Location jumpen. Praktisch. Nie wieder laufen. Wir müssen uns einfach noch teleportieren. Nein. Hello, hello, hello. I want to buy some tomato seeds. So. Was bräuchten wir denn jetzt noch alles? Ich guck gleich mal. Requests. Tomato Juice. Watermelons. Wassermelonen und Tomaten im Winter, ne? Hier ist was los. Da, Watermelon. Warum nicht, ne? Kann man ja mal machen. So. Villagers. So, Dean. Ah, er heißt Stream Pepper. So, Request. Was war denn jetzt hier alles? Du wolltest, genau, da gucke ich auch nochmal, wo wir den kriegen. Das mit Cereal, das kann noch ein bisschen dauern. Edmund wollte Carrots. Das kriegen wir auch noch hin. Das kriegen wir auch noch hin. Und das kriegen wir auch noch hin. Okay, dann fangen wir jetzt hier mal an. Am dritten Wintertag. Besser spät als nie. Papam. Papum. Und Pabing. So, okay. Dann bauen wir mal. Ups, das wird eins zu früh. Ja. So. Okay, Tomato Seeds. Na komm. Carrot Seeds. So. Ne, ich will aber. Was will ich jetzt? Carrot Seeds? Watermelon. Hab ich jetzt alles? Ja. Gut, dann müssen wir jetzt einfach wieder ein bisschen warten, bis alles fertig ist. Aber es scheint ja soweit zu wachsen, obwohl es Winter ist. Das ist gut. Okay, dann kümmere ich mich jetzt erstmal wieder um die Tierchen ein bisschen. Und ja, ich muss echt mal gucken, dass ich jetzt hier die blöden Olivflundern mal kriege. Das ist ja echt ärgerlich. So, dann fütter ich euch auch mal hier alle. Ich sollte vielleicht auch mal wieder ein bisschen Gras anbauen. Dass die Tiere was zu fressen haben. Da müsste, ich glaube, das Gras wächst auch im Winter. Von daher ist das, denke ich mal, auch okay. Na komm. Ultimate Egg. Ultimate Egg. So, super duper Ultimate. So. Okay. Was gibt's hier so? Ist Gabriel wieder da? Nee, heute ist Gabriel nicht da. Aber hey, die Erntewäsche sind wieder hier. Am Ende ist wieder Zeit. Oh, bist du dreckig? Oh, mit Platz hier. So. Okay. Bing!
Hallo, Calvin. Now that the island back little back to normal, there are new animals you can get. Go to the livestock dealer. Das ist sehr gut. Wir können uns neue Tiere kaufen. Das heißt allerdings, wir müssen alle Tiere, also andere Tiere, verkaufen. Was ich vermutlich in der ersten Konsequenz tun werde. Ich werde Cotton und Milky Way verkaufen. So läuft das Game. Sorry. Ich glaube, es gibt nämlich auch zwei neue Tiere. Ich habe nämlich vorhin einen Screenshot gesehen, aber noch ein neues Tier. Werden wir gleich gucken. Da hat der Livestock-Dealer denn schon offen? Wir gucken mal nach. Boah, das wäre ja superb. Hallo, Gabriel. Since the lighthouse has returned to normal, the animals have had quite a hearty appetite. Their feed must taste extra delicious now. Okay, ja, die Tiere fressen viel besser. Oh, Sophia, möchtest du eventuell etwas? Möchtest du Cotton? Oder Milky Way? So. Bye. Brown Cow. Oh, es gibt auch einen Silky Donkey. Cotton Sheep. Ich nehme jetzt ein neues Sheep und dann. Das nenne ich jetzt wieder Cotton. Es tut mir so leid, das ist quasi Cotton 2. Oh, it looks like this one taking a liking to the newest home. Okay, das kleine Max ein neues Zuhause. Ja, wir nennen sie wieder Cotton. Oder ihn. Cotton. Yeah. Confirm. Oh, das ist ein guter Name. Ich hoffe, wir spielen uns immer noch bei ihr. Nein, ich muss wieder zurück. So, die Sache ist die. Ich kann nicht alle Tiere haben, die es gibt. Weil, oder? Ist Doc schon wach? Vielleicht kann ich ja auch den Barn erweitern. Also, dass ich quasi das vergrößern kann, mein Stall. Das wäre natürlich praktisch. Müssen wir mal gleich gucken. Bye. So, wie sehen denn die aus? Oh mein Gott! Wie süß! Aber wir haben nicht so viel Geld. Wir nehmen erstmal eine braune Kuh. Eine braune Kuh. Bringt die auch Schokomilch? Milky Way. So. Oh mein Gott. Na, ihr? Oh Mann, ich will aber noch das eine Schaf. Das Schaf. Den anderen Esel haben. Den Silk. Den Silk Donkey. Mann. Muss ich erst mal gucken. Warte mal. Kann ich den besuchen? Ist er da? Nee, schade. Wo ist Dean? Wo komme ich jetzt hier raus? Das ist ganz praktisch. Ich kann ja mal nebenbei noch gucken, wo ich hier diese Agathe-Steine finde. Ich hatte hier nebenbei noch was offen. Eine Steam-Seite. Hier, steht das hier zufälligerweise? Agathe. Edmunds Birthday. Nee, Agathe.org. Agathe. Bitte. Nee, steht nicht, wo man das kriegt. Schade. Ich weiß es nämlich gar nicht mehr. Da muss ich was probieren einfach. Da gehe ich einfach mal jetzt mal in die 66. Ich habe es nämlich echt vergessen, wo es das alles gibt. Stones. Stone Jade. Stein. Crystal. Iron. Da, sehr gut. Geraten und zum Glück ist mal richtig geraten. Sehr schön. Okay. Nämlich einmal hier bin ich jetzt auch alles zerschlagen hier. Dann richtig.
Gut, dann kann ich das auf jeden Fall, wenn ein Gast da ist, ihm dann auch geben. Dann macht er Agathe draus und dann... Ja, läuft gut hier. Wow. Wollte er... Oh, den richtigen Stein. Da muss ich gleich auch nochmal nachgucken. Nicht, dass ich da auch noch was falsch mache. Am Ende würde dann einfach das Erz davon haben, aber nicht den Stein selbst. Yes. So, was wollte er denn jetzt haben? Requests. Direkt schon den Stein an sich. Na gut, dann gehen wir mal zu Gas und verfeinern das. Und dann möchte ich mal gucken, wann ist denn dann mal Doc soweit, dass ich mal zu ihm gehen kann und gucken kann, was ich alles brauche. Hallo, magst du irgendwie Wolle haben oder sowas? Oh mein Gott, danke, oh mein Gottness, das wollte ich wirklich haben. Vielen, vielen Dank. Ich werde es wie einen Schatz behüten. Na gut, was brauchen wir eigentlich hierfür nochmal? Ein Soulgem. Ha. Genau. Agathe, genau. Na komm. Perfekt. Pink Diamond. Normaler Diamond. Na komm, ein bisschen was verkaufen wieder. Sapphire. Emerald haben wir nicht. Rubin auch nicht. Amethyst. Amethyst haben wir wieder einige. Ich brauche wieder ein bisschen Geld, okay? Ich will mir doch hier noch so ein Silkschaf kaufen. Donkey, Esel. Ich habe zwar noch nicht mal einen größeren Stall, aber ich bin mir sicher, das geht irgendwie. Die müssen ja doch irgendwie jedes Tier haben lassen können, oder? Wenn nicht, muss ich eins der normalen Tiere verkaufen. Ich will alle, ich will das auch mal haben. Das ist bestimmt süß. So ein weißer Esel. Na komm, nehmen wir alle. So. Kann man jetzt fett verkaufen. so. Aber ich glaube, Gareth ist ohnehin gerade noch nirgendwo, ne? Der kommt eh erst nachts immer irgendwo rausgekrochen. Boah, das Teleportieren ist aber jetzt echt praktisch. Wir brauchen Schaf, wollte ich schon sagen. Wer braucht denn... Oh, wo hast du dienen gelassen? Oh, danke. Ist Dean mit zu Hause? Dean? Ah, hallo Dean. Rote Rosen oder Tulpen? Das ist die Frage. Das ist ein seltener Anblick. Du weißt nicht, welche Blume du nehmen sollst? Mama, bitte mach jetzt hier keinen Stress. Ich denke da gerade ernsthaft drüber nach. denke lange und intensiv drüber nach. Oh, Yume, willkommen in unserem Laden. Oh, Yume, was? Hallo, hallo, guten Tag. Wie geht es dir? Was ist denn los? Weißt du, es ist nichts. Hä? Dean, mein Schatz. I think that the Colorado matches well with so and so. Why don't you go with the red rose? Okay. Sie glaubt, dass die Farbe Rot auf jeden Fall gut passen wird. Warum nimmst du nicht einfach die rote Rose? Halt dich doch raus, Mama. Kannst du uns mal ganz kurz alleine lassen? Das klingt richtig. Ja, ich spüle diese Blume für einen Freund. Ich brauche sie für einen Freund. Oh mein Gott, das macht es mir noch viel schwerer, mir eine rauszusuchen. Hör auf, mich zu beobachten. Wie sieht es aus mit roten Rosen? I need to go take care of something. Ich werde mich später um die Blumen kümmern. Okay, er muss sich um irgendetwas kümmern und ist jetzt schnell abgehauen. Oh Mann. Tough in the physical sense, but he always was still a bashful. Okay. I can be a little awkward at times, but I'm sure you know, but I do hope you will continue to treat him well. Okay, er kann manchmal ein bisschen komisch sein, aber ich hoffe, du bist weiterhin nett zu ihm. Da bin ich ja mal gespannt, was das zu bedeuten hat. Ich glaube, er hat die Blume ja für mich herausgesucht, aber ich bin mir nicht so sicher. Hier möchtest du eine pinke Dahlia haben?
mein Gott. Bitteschön. So, das war es jetzt hier soweit erstmal, denke ich. Ich überlege gerade. Wir könnten ein bisschen angeln. Oh, Doc ist auch schon da? Dann, gehen wir mal zum Doc. Ich möchte mal gucken, was jetzt hier die Preise für die Hauserweiterungen sind. Ups. Schauen wir gleich mal. Warum gibt es eigentlich hier Winterpilze? Was soll das? Hallo. Danke, danke, dass du, ich danke dir. Die Insel ist wieder so, wie sie einst war. Worte können nicht meine Dankbarkeit und mein Glück beschreiben. So, okay. Doc, sag mal an jetzt hier, ne? Oh, du möchtest mir für die Steinplatte danken? Das brauchst du nicht. Nun geh, ich bin beschäftigt. Oh yeah, wir können den Animal Barn doch vergrößern. Geil, was brauchen wir denn? Mithril und Adamantit und ganz viel Geld. Schreibe ich mir am besten mal auf. Jetzt habe ich natürlich jetzt dooferweise schon die Tiere wieder verkauft, aber egal. Aber wir können immer noch einfach nur noch Hühner haben, normale, ne? Mithril und Titte. Die gute alte Adam Titte. Und natürlich 120.000k. Ne, 120k. Nicht 1000k, das wären dann Millionen. So, dann gehen wir mal ganz kurz nochmal zu Gas. Ich weiß gar nicht, ob wir Adamantit bzw. Wie laufe ich denn hier? Ob ich Adamantit bzw. Mithril habe. Wenn nicht, muss ich da mal etwas suchen gehen. Aber dann werden wir vielleicht in Beldigster Belde uns dann mal die Scheune vergrößern lassen können. Das wäre super. Hätte ich natürlich vielleicht machen sollen, bevor ich mein all mein Zeug verkaufe. So, Adamantit haben wir sogar. Geil. So, und Mithril natürlich auch. Ich weiß gar nicht, wie viel Mithril brauchen wir denn jetzt? Machen wir mal ein bisschen hier so. Okay, Material haben wir zusammen. Jetzt brauchen wir nur noch das Geld. 120.000 und schon haben wir es geschafft. So, die große Frage aller Fragen ist, wo ist denn jetzt hier unser Freund, der liebe Sam? Er ist unten. Da teleportieren wir uns natürlich direkt, weil wir faul wie sonst was sind. Sammy Boy, sag mal an jetzt hier, ne? Wir verkaufen jetzt hier mal fleißig die ganzen Seashells, ey. So. Oh. Es wird schwierig, auf alles zu kommen. Da muss ich wohl noch ein bisschen in der Mine herumgraben. Aber wir schaffen das schon. 120.000. Meine Güte, wir haben schon ganz anderes geschafft. So, die Erde, die ist nicht so wertvoll. Agathe, weiß ich mal lieber ganz kurz. Soul Gem Ohrhammer. Krass. Ja, manchmal kriegen wir das ja doch mal zusammen, ne? Crystal Ore, Peridot Ore. Oh, das habe ich jetzt alles gar nicht. Ist jetzt auch egal. Gut, Freunde. Ich würde sagen, wir machen dann am besten in der nächsten Folge weiter. Gareth ist noch nicht da, ne? Gut. Da würde ich sagen, wir graben mal ein bisschen in der Mine rum. Der Hoffnung halt, entsprechend. Ja, seltene Steine und andere Sachen zu kriegen. Wobei es natürlich auch praktisch wäre, wenn ich vorher noch ein bisschen kochen würde. Ups. Dann kann ich nämlich dann auch meine Energie wieder gut auffüllen. Schauen wir dann mal. Gut. Ich bedanke mich bei euch jedenfalls erstmal fürs Zusehen und sage ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Yume Let's Play Story... Nicht Story of Seasons, was rede ich da? Harvest Moon, Light of Hope. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.